Da sind wir wieder zurück bei Mario und Luigi's Superstar Saga. Ich hoffe, ihr habt wieder eingeschaltet. Wir sind vor Schloss Bohnenburg. Da sieht man's, Bohnenburg rechts. Was ist hier passiert? Ist hier überhaupt was passiert? Heilige Scheiße. Design gehört alles, so ist extra. Ist Absicht. Bestimmt, hundertprozentig. Die Stadt ist verwüstet. Bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Musik ist traurig. Die kommt immer, wenn irgendwas passiert. Ich finde sie ziemlich gelungen, eigentlich. Gnade, verschont mich. Ja, schön, hier gibt's Flimmerer, finde ich geil. Sie griffen an, als unsere Soldaten auf der Suche nach dem Prinzen in Lachdorf unterwegs waren. Ich weiß, es sind Soldaten, aber für mich sind es trotzdem Roboter. Der hat einfach mal gar nichts zu sagen, der findet den Scheiß hier, der ist sprachlos. Generell, oder? Hier so eine Sache alles. Alles zu, verbarrikadiert und so. Wir müssen die Stadt schnell wieder aufbauen. Ja, dann macht es mal. Nach dem Angriff ist Lugmilla in Richtung Schloss verschwunden. Königin Maimella ist in Gefahr. Und warum stehst du da in ihrem Raum und machst nichts? Egal wie die Stadt aussieht, das Geschäft scheint geöffnet zu bleiben. Geil. Komm, dann lass mir was kaufen. Provisorischen Itemladen. Was habt ihr denn so? Ach, nur Dreck. Ich dachte, es wäre ein Kleiderladen. Hast du ein Kleidung oder so? Sortimentenwenigung. Ach so, Sortiment ist der Situation angepasst. Juhu, man freut sich. Brücke kaputt. Schön. Alles verwüstet. Nördlich von hier, Schloss Bonia, wird die legendäre Sternbohne aufbewahrt, wie es heißt. Um diese Sternbohne in die Finger zu bekommen, wird Lugmilla vielleicht... Was? Schloss Bonia. Was wird sie machen, alter Mann? Jo, was auch immer das ist. Auf jeden Fall kommt man da nicht durch. Man hat eine gerade Linie, wo man hin muss. Und sonst nix. Schloss Bonia. Vor dem Tor. Auf jeden Fall. Geil. Da gehen wir mal rein. Das Schloss sieht vielleicht besser aus als die Stadt selbst. Ach ja, das sind schon Ritter. Aber für mich sind es trotzdem Roboter, weil ich immer dachte, der Helm sieht aus wie so ein Face. Deshalb dachte ich immer, es wäre ein Roboter. Eda, stopp! Ah nee, warte, ich könnte es ja trotzdem als Roboter synchronisieren, oder? Aber wenn ich weiß, dass es keine Sinn, dann ist es nur halb so geil. Also, ja. Kurz Moment. Boah, ich dachte, ich musste niesen. Könnte noch kommen. Meine Nase juckt, deshalb. Eda, stopp, betreten verboten, Jungs. Die Stadt wurde angegriffen. Wer weiß, ob der Palast noch sicher ist. Wir haben strenge Anweisungen von unserer Herrin Hilde Bohner, niemanden hier einzulassen. Wenn ihr rein wollt, nennt erst euren Namen und euer Begehr. Was? Du sagst, du bist der berühmte Mario? What the? Und du sagst, du willst der berühmte Luigi sein? Wer ist denn Luigi eigentlich? Ka. Ist so geil, wie sie immer... Dieses Hinfallen zählt irgendwie so als Facepalm. So, der berühmte Mario aus dem Pilzkönigreich, das kannst du sicher beweisen, oder? Also, ja. Wow. Dieser Sprung? Tatsächlich? Das ist also Mario? Ich denke, vielleicht. Wie auch immer, Mario und du, irgendwer. Was wollt ihr denn im Schloss? Aha, so. Was? Wie? Hört! Verstanden? Ne. Das ist so geil. Na egal, ihr könnt hier sowieso nicht rein. Verpisst euch. Grundgütiger! Das ist doch die Rose von Prinz Marmik. Ihr kennt den Prinzen? Wir lassen sie wohl besser rein. Nun gut, ihr habt die Rose und ihr seid nette Clowns, also dürft ihr in den Palast. War eine ordentliche Show, Kollegen. Auf Wiedersehen. Ich find's geil. Ich liebe die Musik hier drin. Ich find's ja schon ziemlich nice. Ja, cooles Tor und so. Kann man das kaputt machen? Natürlich nicht. Warum sollte man noch mit einem Hammer eine Tür kaputt machen können?
Check ich nicht. Und da ist einfach eine Random-Mauer. Finde ich geil. Und hier gibt's ein paar Coins, wenn man jetzt nicht gerade zu blöd ist, sie zu betätigen, so wie ich. Perfekt. So, hier ist auch ein Tor und da liegt irgend so ein Hund. Der ist ein Typ. Aber der sagt nichts dazu. Na sowas, Mario und Luigi, sieh an. Wilde Bohne heiße ich und arbeite in diesem Schloss. Die Wachen haben es mir gesagt. Ihr beiden seid also wirklich der Mario und der Luigi? Wahrscheinlich. Wohl wahr, die Sprünge lassen euch wie Mario und Luigi erscheinen. Wie bitte, was? Hä? Sprecht lauter bitte, ich verstehe nix, ich bin alt. Das ist zu laut, könnt ihr nicht leiser sprechen, ihr Fotzen? Junge, was will ihr eigentlich? Seht euch die mal an, das soll eine Frau sein und ich weiß nicht warum, okay? Gut. Die Stadt habt ihr gesehen und der Palast ist im Moment in höchster Alarmbereitschaft. Zurzeit ist es undenkbar, zwei Fremde wie euch zur Königin vorzulassen. Und als dienstälteste Zofe der Königin habe ich die Aufgabe, den Palast zu schützen. Und deshalb mache ich einfach mal random eine Fallgrube auf. Geil. Hört gut zu. Wenn ihr Mario und Luigi seid, dann könnt ihr doch sicher die Rohre im Palast reparieren. Wenn ihr das schafft, könnt ihr eine Audienz bei der Königin arrangieren. Los, zeigt mal, was ihr als Klempner auf dem Kasten habt. Ziemlich nice, es hat sich noch niemand zu Gebrauch gemacht, Mario und Luigi wirklich als Klempner zu benutzen. Noch nie aufgefallen. Mir nicht. Hier ist das erste Mal, dass sie überhaupt als Klempner wirklich zum Einsatz kommen sollten. Wir sind also in den Katakomben unten und müssen die Rohre reparieren. Ist eigentlich ganz easy. Und wie wir sehen, haben wir Fliegen. Nur sind dessen ein bisschen anderer Kumpane, als wir auf dem Sternschnuppenfeld gesehen haben. Die sind erstens ein bisschen schneller, können aber auch eine krasse Attacke, wo sie ultra schnell herkommen. Die heißen jetzt Fliegfried und nicht mehr Fliegmut. Also ich finde es ganz interessant, dass man dir die Fliegen nochmal einbringt. Nur ein bisschen schneller. Wirklich stärker sind sie deshalb aber nicht. Wir müssen hier alles reinhauen. Das ist das Ziel von uns. Damit gescheit Wasser fließt und außerdem die Tore aufgehen. Abwassersystem Wartungshandbuch 1. Löcher im Leitungssystem werden mit einem kräftigen Schlag auf die Pfropfen verschlossen. Easy, würde ich sagen. Besiegen wir mal die Gegner. Wir sehen Stacheln. Und ich werde jetzt aggro, denn der Typ ist scheiße. Es ist ein Stachi. Die typischen Stachis. Weg. Die Attacke finde ich richtig bastardhaft. Wenn er so herkommt, vor einem stehen bleibt und dann wartet und dann nix macht. Ich brauche keinen Sprung, ich brauche einen Hammer. Die ist halt so richtig behindert. Generell, die Attacken von ihnen sind unvorhersehbar. Man könnte theoretisch mit beiden den Hammer spannen, aber sie geben viele Bär auf jeden Fall. Das muss man ihnen lassen. Und außerdem, es gibt zwei Möglichkeiten bei ihnen. Entweder sind sie extrem lange in diesem Zustand mit dem, also mit dem Verwirrtsein, oder nur extrem kurz. Jetzt war es ziemlich kurz, nur eine Runde, das geht eigentlich schon. Manchmal sind es halt über den ganzen Kampf und 30 EP sind echt viel. Wir machen halt leider nicht so viel Schaden, weil wir nur scheiß Level-Ups haben. Aber ich gönne jetzt mal mit dem Bart was. Komm, bitte eine 3. Ja. Level 9. Der hat auch keinen Bart. Komm, machen wir auch mal Bart, oder? Gibt's auch keine Eisen. Bitte, bitte, bitte eine 3. Jawohl. Wieder ein bisschen besser läuft's heute. Aber das ist auch nicht schwer nach dem letzten Mal. Das letzte Mal war ja richtig schön schlimm. Oh, das ist die schnelle Attacke. Und das ist die langsame. Jetzt hat man perfekt den Unterschied gesehen, glaube ich. Ja, die Fliegen können wenigstens gar nichts. Das ist ja schon mal was, oder? Hallo, hallo. Boah, die sind so schnell unterwegs, da muss man echt Glück haben, dass man sie erwischt. Bam. Und bam.
Die Katakomben sind eigentlich relativ easy. Es gibt dir nicht großartig viel auszusetzen daran. Da es halt auch nicht so viel zu tun gibt, außer jetzt die paar Rohre da reinzuschlagen. Dieses Gebiet besteht... Ja, wie aus wie vielen Abteilen bestehen denn die Katakomben? Ich glaube, so circa aus 4 bis 5 Abteilen oder so. Ich glaube, 4 waren es. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal im zweiten. Und Kämpfe sind die gleichen. Es gibt hier nur Stachis und Fliegen mehr nicht. Och, du Bastard. Aber immerhin kein Erstangriff. Was man auch sieht, oder? Das ist hier. Aber wir haben nur eine Attacke. Und die wirkt nicht gegen Stachis, weil es ja auch eine verdammte Sprungattacke ist. Das ist halt der Nachteil. Nein! Aus jetzt! Ich will Hammer. Und kein... Ach komm, das ist toll. Hätte jetzt nicht sein müssen. Dann hätte ich auch jemand anderen angreifen können. Ich greife meistens die Gegner an, bei denen es leichter ist zu kontern und bei denen man durch Kontern auch sich schnell besiegen kann. Luigi hat relativ häufig tolle Treffer. Das finde ich gut. So schnell mit dem Hammer die Fliege zerstören. Nochmal ein toller Treffer. Das haben die paar Bartpunkte jetzt echt so viel ausgemacht. Ah, es geht doch, ich wusste es doch. Die Fliege sieht so geil aus, wenn sie paralysiert ist. Zumindest finde ich das. Ah, die hat jetzt schon wie soll ich sagen? Die hat jetzt schon wieder keine Paralyse mehr, aber der hat auch nicht, oder? Oh! Ich hasse das, ja genau deshalb, weil man den Hammer nicht so lang spannen kann. Wenn man den direkt spannt, wenn sie kommen, wieso nur 4 Leben, ja, spinnst jetzt eigentlich komplett. Wenn man den direkt spannt, wenn sie kommen, ist das Problem halt einfach, dass die keinen Bock haben. Die können den nicht so lange halten. Tschüss jetzt. Man muss hier wirklich ein gutes Timing haben, also... Ach, das. Ein bisschen was drehen. Boam, boam. Und ein bisschen Wasser laufen lassen. Ich glaube, hier spawnen Gegner, oder? Genau. Also es spawnen eigentlich relativ viele Gegner durch sowas. Genau. Alter, die Kämpfe dauern immer so lange. Viele Gegner spawnen einfach... Also viele... Ja, generell eigentlich alle Gegner auf der Oberwelt sind optional und müssen nicht bekämpft werden. Man kann ja auch flüchten. Nur vor Bosskämpfen halt nicht, ist logisch, oder? Weil wäre ja auch sonst ein bisschen behindert. Aber sonst muss man eigentlich keinen einzigen Gegner bekämpfen und kann nur Bosskämpfe machen. Doch, im Sternschnuppenfell muss man sie, glaube ich, besiegen. Wegen den Münzen. Wegen dem Geld, das man dort sammeln muss. Hier muss man es auch nicht machen. Es sind so gut wie alle Gegner wirklich komplett optional. Ist eigentlich sehr interessant, wenn man so mal überlegt. Man kann also theoretisch mit dem Level, den man im Sternschnuppenfeld arbeitet hat, durchs ganze Spiel durch. Weil man keinen einzigen Gegner überhaupt besiegen muss. Aber man macht es halt trotzdem, weil das eben auch sehr viel Spielspaß ausmacht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Kann man mir jetzt zustimmen oder nicht? Für mich ist es auf jeden Fall so. Das würde mich echt mal interessieren, mit was für einem Level man dann am Schluss ankommt. Oder halt generell, was für ein Level man dann durchschnittlich hat. Wie schwer das Spiel wirklich ist, wäre ganz interessant zu wissen. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren, wenn ich spiele mal wieder privat zocke danach. Das wäre echt... Ja, das interessiert mich jetzt wirklich krass. Das muss ich mal machen. Einfach die Gegner gar nicht besiegen. Dann hat man dementsprechend auch kein Geld. Weil von den Gegnern bekommt man ja auch Geld und Items und alles. Hat man dann aber nicht und man kann sich auch keine Kleidung kaufen. Also auch keine Hilfe von außerhalb. Einfach nur reiner Skill zählt. Ausweichen, kontern und paar Attacken richtig machen. Und für uns nächste Level. Man sieht, es läuft. Ich will es nicht nochmal bei den Leben versuchen.
Dafür beim Angriff, weil das ist, sehe ich einen Vierer und bekomme Zweier. Juhu. Luigi denkt sich das gleiche wie ich, nämlich Juhu. Schau mal, wie es bei ihm beim Angriff aussieht. Nicht so geil, da sind Einser dabei. Naja, auch nicht so geil. Bei ihm verbessern wir mal die Geschwindigkeit und bekommen eine 2. Einfach eiskalt drücken sie uns eine 2 rein. Ach, was war denn das nochmal? Ach, das war dieses Zeug, ne? Ach, ups, ich wusste ja, ist ja jetzt schon auswendig. Das war jetzt einfach nur schon Instinkt, weil ich einfach das schon auswendig gekannt habe. Tut mir leid. Geht's ein bisschen zu schnell? Nicht, oder? Hoffe ich jetzt mal einfach gar nicht. Wow. Plopp. Und ich finde generell das Prinzip auch von diesem Rohre reinschlagen ziemlich nice. Ich glaube, das hier ist der vorletzte Bereich oder so. Da kommt ein Stachel raus aus der Röhre da oben, deshalb gehe ich jetzt hier hin. Haha, ich wusste es. Und wenn man da auf der anderen Seite stehen bleibt, dann bekommt man den halt voll in die Fresse gedrückt und trifft, und es trifft wahrscheinlich sogar noch den Hintermann. Oh, Luigi ist jetzt schneller als die Stachis, jawohl. Nice, jetzt können wir sie in einem Zug besiegen. Macht trotzdem nur 2 Schaden. Was soll das? Hauptsache. Solange die Stachis, beziehungsweise solange ich einen Stachi, oh, nice. Solange ich einen einzelnen Stachi in einer Runde besiegen kann, bin ich schon zufrieden. Geh mal weg. Toll. Ah, jetzt hat er mich gesehen und hat sich in seinen Panzer gerollt. Hat man schon gesehen, könnten die Scheißfliegen jetzt bitte mal aufhören, Luigi mal anzugreifen. Das nervt dezent. Bei Luigi kommt mir vor, der Hammerschlag ist einfach stärker, so wie er ausholt. Schaut euch mal beide Hammerschläge ganz genau an und entscheidet dann, welcher stärker aussieht. Der von Mario, wie jetzt gerade, oder der von Luigi. Bam! Ich finde, der von Luigi sieht viel stärker aus. 42 EP ist halt schon krass, ne? Ach, da ist noch eine Fliege. Ich kann aber gar nichts, oder? Oh, ich krieg dich. Ich liebe den Erstangriff bei den Fliegen. Die sind immer so schön. Die lassen sich dann so schön besiegen. Und dann ist es auch alles schnell vorbei. So, dann mal kurz hier so, zack. Tot, und dann sollten die Fliegen jetzt so im Konter auch sterben. Weg. Und weg. Perfekt. Was passiert denn hier? Scheint der letzte Bereich zu sein. Braum. Da geht's auf und da auch. Was macht denn die da? Und den rechten Typen haben wir doch oben gesehen. Oder? Beim bunten Bohnenbus. Endlich sind wir gerettet. Oh, glückliches Schicksal. Seid ihr etwa Mario und Luigi aus dem Pilzkönigreich? Was treibt Leute wie euch an einen Ort wie diesen? Die ist viel freundlicher. Aber warum bist du da drin, Mann? Was? Durch eine Falltür? Ich war das? Damit ihr die Wasserrohre repariert? Sie weiß nichts davon. Wie? Nanu? Aber Ludmilla hat uns doch überfallen. Wir waren die ganze Zeit hier eingesperrt. Vielleicht war er Bewohner. Heilige Scheiße, nein. Mario und Luigi, diese Hirnis. Dass sie aber auch so leicht in meine Falle tappen. Funktionieren die Wasserrohre? Wird das Alarmsystem für die Sternbohne ausgeschaltet? Und ich frage euch jetzt etwas. Wer macht ein Sicherheitssystem, das ausgeht, wenn die Wasserrohre funktionieren? Das bedeutet, sie müssen kaputt sein, damit der Alarm funktioniert.
Was für eine Scheiße ist das? Meine Fürstin, nehmen wir die Sternbohne und machen uns aus dem Staub. Endlich, die Sternbohne und Peach Stimme in meiner Hand. Verdammte Scheiße. Eine Wunderbohne, die alle Wünsche erfüllt. Das ist die Sternbohne. Damit die Kraft der Sternbohne nicht missbraucht werden kann, wird sie seit Generationen in diesem Palast bewacht. Lugmela hat es auf die Sternbohne abgesehen. Heilige Hülsenfrucht! Das heißt heilige Scheiße, verdammt. Mario und Luigi, schnell! Wir müssen zur Sternbohne! Die Sternbohne darf denen auf keinen Fall in die Hände fallen! Schneller, wir dürfen keine Zeit verlieren! Aber Hauptsache hier noch ein bisschen chillen, oder? Ich gehe dann kurz rein. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen scheiße ausgegangen, oder? Würde ich sagen. Lugmilla hat uns komplett verarscht. Wenn ich denke, dass Lugmilla im Schloss ist, will ich vor Angst fast schon lieber hier bleiben. Wir können nur hoffen, dass es mit Königin Marmella gut geht. Stimmt, was ist eigentlich mit der? Was mit ihr ist und was mit der Sternbohne passiert, jetzt nachdem sie Lugmilla bekommen hat. Das und vieles mehr, das erfahren wir im nächsten Part von Mario und Luigi, Superstar Saga. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, und bis dahin sage ich, ciao!